How to Make It, der Podcast für Musiker, die wirklich etwas erreichen wollen. Präsentiert von Adamant Music. Herzlich willkommen zur 12. Episode von How to Make It. Heute geht es Schlag auf Schlag weiter mit einer Folge, die wieder vollgepackt ist mit super interessanten Einblicken und wichtigen Tipps aus verschiedensten Bereichen. Und dafür habe ich einen Gast, der die Musikindustrie sowohl als Superstar, aber auch aus der Sicht hinter den Kulissen kennt. Wir reden über die Veränderungen im Musikbusiness, die heutigen Chancen für einen steilen Aufstieg als Künstler, Crowdfunding, Defizite bei Künstlern und vieles mehr. Also viel Spaß mit der heutigen Folge. Es ist mir eine wirklich große Ehre, euch meinen heutigen Gast vorzustellen, nämlich Jo Halbig. Er ist Mitbegründer und Sänger der Band Die Killerpilze, hat mit ihnen über 200.000 Tonträger verkauft und knapp 1.000 internationale Konzerte gespielt. Darüber hinaus hat er 2011 die Musik-, Marketing- und PR-Agentur Superlife Promo gegründet, mit der er schon hunderten Musikern weitergeholfen hat. So viel Erfahrung in verschiedensten Bereichen bekommt man sicherlich selten ans Mikrofon. Es freut mich also wirklich sehr, dass er sich heute die Zeit hierfür genommen hat. Herzlich willkommen, Jo Halbig. Vielen Dank, Yannick. Ich freue mich auch sehr, dass ich bei dir eingeladen bin. Vielleicht, ich habe es ja gerade schon angesprochen, du hast 2011 dann dich mit Superlife Promo selbstständig gemacht. Vielleicht magst du kurz darauf eingehen, was ihr da genau anbietet. Und vor kurzem habt ihr ja auch noch ein neues Projekt gestartet. Vielleicht magst du da auch kurz erzählen, um was es da geht. Auf jeden Fall. Vielleicht muss ich ein bisschen weiter ausholen. Also gerne. Mit der Musik selber habe ich 2002 angefangen, also eigentlich schon deutlich früher. Dann 2002 die Killerpilze gegründet. Vielleicht sprechen wir da später noch kurz drüber. Auf jeden Fall, der Weg war bis zum Major Label Drop. Haben dann 2009 unser eigenes Label gegründet und irgendwann war ich natürlich auch so vor der Frage, was kann ich als Musiker vielleicht noch nebenbei machen, was begeistert mich noch. Mhm. Einerseits natürlich aus dem Gedanken, dass man hier und da sein Brötchen dazu verdienen möchte und auch, dass es immer abwechslungsreich bleibt, weil es gibt ja auch Phasen, wo man nicht auf Tour ist, nicht im Studio ist und ich habe gemerkt, ich bin jemand, der auch Dinge umsetzen will. Und dann habe ich quasi Superlife Promo gegründet und das klingt jetzt erstmal groß, am Anfang war das einfach eine klassische One-Man-Show und ich habe einfach befreundeten Künstlern und Bands angeboten, die Promotion für sie zu machen. Mhm. Allerdings war das Ganze begründet in einer Sache mit den Killerpilzen, dass wir nämlich selber mal eine Radio-PR für 5.000 € gebucht haben mit dem grandiosen Ergebnis von 2 Handeinsätzen in einem Campusradio. Und das war für mich der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, das möchte ich irgendwie besser machen. Mhm. Ich weiß, dass es Arbeit bedeutet, sich diese Strukturen einer PR-Agentur, einer Marketing-Agentur aufzubauen, aber das war es mir wert, um meine Band in erster Linie mal langfristig ja auch vor dem finanziellen Ruin zu wahren, wenn man diese Zahlen kennt, und natürlich einfach bessere PR-Ergebnisse zu liefern. Das heißt, in erster Linie am Anfang quasi schon mal der Gedanke auch für dich selbst aufgebaut, weniger als, ich will jetzt natürlich schon auch mit anderen zusammenarbeiten, aber quasi erstmal so für euch als Band selbst die Infrastruktur überhaupt aufbauen. Genau, also das war sicher auch ein Treiber zu sagen, hey, wir machen das natürlich auch, um uns breit aufzustellen. Bei uns, bei den Killerpilzen ist es ja ohnehin so, dass wir das große Glück haben, durch die Band verschiedene Kompetenzen dazu erlernt zu haben, die wir dann wieder in die Band einbringen können. Mhm. Also mein Bruder hat durch die Band seinen ersten Schauspieljob bekommen, hat daraufhin gesagt, ich finde das Thema auch spannend, Filmproduzent studiert und macht jetzt mittlerweile auch unsere Videos. Unser Gitarrist hat Gitarre studiert nebenbei, hat dann eine Musikschule gegründet, ist ein großartiger Produzent, was uns natürlich auch was hilft. Aber es war immer erst aus dem Gedanken raus, klassischerweise DIY, wir möchten es halt selber stemmen. Mhm. Und klar, so hat Superlife Promo angefangen. Ich habe für ein paar befreundete Künstler, Bands, Agenturen einfach angefangen zu arbeiten. Habe das lange Zeit eben auch so nebenbei betrieben. Und tatsächlich letztes Jahr erst habe ich gesagt, okay, nächstes Level, ich will mir jetzt wirklich eine Firma aufbauen. Jetzt mittlerweile ist seit diesem Monat der 3. Mitarbeiter da. Wir haben neue Plattformen gelauncht, begleiten jetzt auch immer mehr und größere Themen. Und das macht einfach wirklich Spaß, weil mein Ansatz ist oder unsere Mission ist wirklich, zum einen gute Musik sichtbar zu machen, und zwar in allen erdenklichen Facetten, und Musikern, Künstlern die Kontrolle über ihre Karriere zu geben. Das ist so für mich aus meiner Killerpilze-History
einfach ein ganz großer Faktor, Musikern auch zu sagen, ja, es geht, wenn du die richtigen Strategien kennst, wenn du auch bereit bist, ein bisschen über deinen Schatten zu springen und dran zu bleiben und wirklich an dir zu arbeiten, dann ist es möglich. So. Du hast es gerade schon kurz angesprochen, aber vielleicht magst du einmal noch kurz auf euer neues Projekt eingehen. Das ist, glaube ich, auch sehr interessant für viele Musiker. Ja, also aus der PR- und Marketingarbeit hat sich einfach dadurch, dass wir haben mit vielen Newcomern gearbeitet, dann bis dieses Jahr sogar mit Deichkind und Tarek KZ haben wir örtliche Veranstaltungen in die PR gemacht. Und auf dem Weg ist es natürlich immer wieder passiert, dass Leute, Musiker, Manager auf mich zugekommen sind und gefragt haben, wie würdest du Folgendes machen? Was ist wichtig? Instagram oder TikTok? Wie soll ich Spotify richtig machen? Und das hatte dann schon eher so eine Art Management-Funktion teilweise. Und daraus basierend habe ich eben letztes Jahr mein Rockstar-Coaching ins Leben gerufen, weil es mir eben auch eine riesen Herzensangelegenheit ist, Künstlern an dem Punkt, wo sie sind, auch auf ein nächstes Level helfen zu können. Mhm. Und deswegen machen wir in unserem Coaching-Programm wirklich riesen geile Themen, muss ich sagen. Also nicht im Sinne von jetzt nur zahlenmäßig, sondern einfach, wir arbeiten mit geilen Musikern zusammen, die Lust haben, quasi das Musikbusiness verstehen zu wollen, um es mal ganz kurz zu fassen. Ja, super. Ich will eigentlich gar nicht so sehr auf deine früheren Erfahrungen mit den Killerpilzen eingehen. Die Fragen hast du wahrscheinlich alle schon tausendmal gehört. Mich würde eher interessieren, wie deiner Meinung nach so der Unterschied der Musikindustrie von damals zu heute ist. Ich meine, ist jetzt auch nicht super lange her, aber ich glaube, da hat sich schon einiges verändert. Vielleicht magst du da immer so deine Sicht, deine Meinung kurz darlegen, wie sich so ein bisschen die Musikindustrie in den letzten 10, 15 Jahren plus minus gewandelt hat. Ja, du sprichst genau den richtigen Zeitrahmen an. Also ich hätte jetzt auch gesagt, 10, 15 Jahre kann man so als Vergleich ranziehen. Wirkt für manche wie eine absolute Ewigkeit in dieser schnelllebigen Zeit, wo es um perfekte Single-Release-Abstände und so weiter geht. Ist in dem Sinne aber eigentlich gar nicht so lange. Aber was sich verändert hat, ist halt enorm. Also allein wie du vorhin gesagt hast in deiner sehr, sehr netten Einführung, 200.000 Tonträger verkauft. Also ich meine, weißt du, wenn man noch so an CDs und Tonträger und generell sowas denkt, das war diese Zeit. Das war die Zeit, wo du noch Musikfernsehen hattest. Viva, MTV, also so die klassischen großen Gatekeeper. Also ich kann mich noch erinnern, als wir bei Universal auch waren und teilweise auch auf eigenem Label noch, wenn du wusstest, du kriegst eine bestimmte Rotation bei Viva oder MTV, das heißt, wie oft dein Video dort gespielt wird am Tag oder in der Woche, konntest du quasi gleichsetzen mit dem Chart-Entry. So. Also okay. Du wusstest, wenn mein Video so und so oft am Tag läuft, dann ist es relativ sicher, dass wir Top 20 zum Beispiel gehen. Mhm. Das ist ja unglaublich, dass irgendwie das möglich ist. Klar, heutzutage sind es dann halt Streaming-Zahlen, aber damals zum Beispiel sowas noch. Dann, ich weiß noch, als wir beim Major-Label waren, war das Thema gerade so MySpace. Also ich weiß nicht, wer von euch Zuhörern noch MySpace kennt oder vielleicht sogar noch einen Account hat, aber von dieser Zeit reden wir. Und ich will jetzt hier überhaupt nicht so klingen, so Opa-mäßig, denn das muss ich auch mal sagen, ich bin erst knapp 31, also noch nicht allzu alt. das ist halt krass. Also ich meine, da siehst du schon mal, das hat sich natürlich so weiterentwickelt. Dieses Jahr gibt es gefühlt jeden Monat eine neue, super krasse Plattform, auf der man sein muss. Wenn man jetzt nur mal allein TikTok und jetzt das neue Instagram-Feature denkt, Reels, ist ja Wahnsinn. Also du kommst irgendwann als Künstler theoretisch ja auch gar nicht mehr so wirklich mit. Was sich natürlich aber verändert hat, und habe ich gerade ja schon mit den Gatekeepern gesagt, diese Gatekeeper sind gewissermaßen weggefallen. Musiker haben meiner Meinung nach heutzutage eine unglaubliche Power in ihrer Hand oder an ihrem Laptop und aus ihrem Proberaum heraus. Allerdings ist es halt oft schwierig, diese Power, sag ich mal, fokussiert einzusetzen, die Möglichkeiten möglichst effizient zu nutzen,
weil es so viele Kanäle gibt, die man bespielen sollte und so viele Content-Strategien und dieses und jenes, sodass man oft das Gefühl als Musiker, das kann ich eben sehr, sehr gut nachvollziehen, hat so, ey, wann habe ich eigentlich noch Zeit, Musik zu machen? Mhm. Und da ist ja auch unser Coaching dafür da, wirklich Strukturen zu liefern. Und da bin ich auch der Meinung, dass man wieder so ein bisschen Schritt neben der Musik dahin machen muss, dass man einfach dieses Do-it-yourself auch lieben lernt, weil es auch was Schönes ist, wenn man selber weiß, was man erreichen kann, bis an einen gewissen Punkt, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, ein großes Label anbeißt oder ein Booking-Vertrag um die Ecke kommt. Wobei, das ist vielleicht noch ein letzter Punkt, den ich gegenüberstellen würde und dann schließe ich die Antwort auch ab. Labels waren vor 10, 15 Jahren das immer noch das Nonplusultra. Mhm. Also so ein Major-Label-Deal war für uns Killerpilze so das Ding, warum wir irgendwie auch so durchstarten wollten. Wir wollten einen Major-Label-Deal. Und heutzutage, würde ich sagen, hat sich das ja doch sehr gewandelt auch. Total. Du hast mir eigentlich perfekt meine nächste Frage vorweggenommen. Und zwar, wie glaubst du, sind heutzutage die Chancen für so einen steilen Aufstieg, den ihr damals hatte? Glaubst du, dass es nicht mehr ohne weiteres so wirklich möglich ist, weil der Markt einfach auch super krass übersättigt ist, oder ist gerade durch Social Media und Co. heute möglicher denn je? Ich bin ja positiver Realist, würde ich mich bezeichnen. Und deswegen sage ich, es ist generell möglicher denn je. Einfach auch, weil ich ein absolut positives Signal an jeden Musiker, jede Musikerin, jede Band da draußen raussenden will. Weil wenn man sagen würde, nee, es ist nicht möglich, dann, ja, das wäre ja eine furchtbare Vorstellung. Mhm. Und ich möchte auch erklären, warum es möglich ist. Also allein in unserem Coaching haben wir gesehen, dass es möglich ist. Wir haben vor einem Jahr mit Kaiba zum Beispiel angefangen, ein Künstler aus Bremen, ein Rapper, der so einen ganz wilden Hardcore-Metal-Rap-Mix macht. Der kam damals zu mir mit, glaube ich, irgendwie 2000 Instagram-Followern und einer kleinen Vision und so. Und wir haben gemerkt, dass es funktioniert. Ich denke mal, wenn das Video hier ausgestrahlt wird, dann, nicht Video, der Podcast, entschuldige, dann wird der Song, einer seiner Songs, knapp die 10 Millionen Streams geknackt haben. Wir waren letztes Jahr im Gespräch mit großen, also mit den größten amerikanischen Rap-Labels überhaupt. Ich saß mit dem A&R von Travis Barker und Blink-182 an einem virtuellen Tisch. Er hat ein Major-Label-Deal bekommen, Booking-Vertrag. Also diese Dinge sind möglich. Wichtig ist mir dabei aber immer auch zu sagen, es geht ganz viel um nachhaltigen Aufbau. Denn was für mich jetzt zum Beispiel an Kaiba interessant ist, ist nicht dieser Song, der über TikTok und Spotify die 10 Millionen knackt, sondern wie man daraus eine langfristige Karriere aufbaut. Das ist nämlich der Punkt, der bei all diesen zahlengetriebenen und hype-mäßigen Karriereansätzen vorkommt, der fehlt mir manchmal so. Was passiert, wenn du dann 1 Million Streams hast? Denkst du, dadurch wird deine Karriere eine ganz andere sein? Ich kann dir aus Erfahrung sagen, nein. Weil wichtig ist, was passiert hinter diesen 1 Million Streams. Und da hast du gerade schon was Gutes angesprochen, nämlich Thema Social Media. Wenn du dir Bands, ich sage jetzt mal zum Beispiel sowas wie Provinz, kennen vielleicht einige von euch, wenn du dir Bands wie aktuell Bruckner, finde ich, eine super Band aus Bayern, oder auch sämtliche Hip-Hop-Rap-Themen anschaust, da wird ja quasi wöchentlich belegt, dass es möglich ist, potenziell einen Hype, große Zahlen und ja, wirklich große Meilensteine zu erreichen. Und wichtig ist halt dann immer zu sagen, okay, jetzt haben wir vielleicht dieses Momentum, wie nutzen wir es, um daraus was Nachhaltiges, Wertvolles, also wirklich nur eine Karriere aufzubauen. Ich glaube, das ist immer der Unterschied zwischen kurzzeitig geil durchstarten, Erfolg haben und eine Karriere aufbauen. Glaubst du, dass es da einen Unterschied gibt zwischen Künstlern, die das jetzt, weiß ich nicht, schon viele Jahre machen und dann mal diesen einen Hit landen und quasi so diesen in Anführungszeichen, klar gibt es relativ selten, aber so diesen in Anführungszeichen Übernachterfolge, glaubst du, dass
wenn man da schon länger drin ist, da schon lang dran arbeitet, dass man dann mit so einem schnellen Erfolg auch ganz anders umgehen kann und da entsprechend quasi auch drauf aufbaut und nicht so ein One-Hit-Wonder wird? Oder glaubst du, dass das einfach von der Person abhängt, je nachdem, wie sie damit umgehen? Also ich würde schon definitiv sagen, dass Bands, die lange Zeit an ihrem Fundament arbeiten und dann irgendwann diesen, nennen wir es mal, Durchbruch schaffen. Also das kann sich ja bemessen an einer ausverkauften Tour, die du das erste Mal spielst, oder an einem Hit. Wobei Hit ist, finde ich, heutzutage so ein bisschen relativ, weil wenn du mich fragst, ich schaue nicht mehr wirklich in die Charts rein, aber scheint immer noch Leute zu geben, die das tun. Also Erfolg ist ja auch für jeden immer was Relatives. Aber wir reden jetzt einfach mal von so einer Art Durchbruch, dass man auch sagt, hey, ich kann als Künstler davon leben. Ich habe mir irgendwie eine Struktur aufgebaut. Ich kann auf Tour fahren. Ich kann Musik veröffentlichen, die auch gehört wird. Also denke ich mal, das meinst du damit. Genau. Ich glaube, wenn eine Band oder ein Künstler das schon länger betreibt, dann begegnet er diesem Moment mit sehr viel mehr Demut und Dankbarkeit. Und ich glaube, es ist dann auch, oder ich weiß es ist dann einfach auch ein Punkt, wo man sagt, ich bin hier zurecht. Also ich habe mir das erarbeitet und das geht jetzt auch nicht mehr so weg, im Sinne von, wenn ich die nächste Platte rausbringe und selbst wenn die nicht der ganz große Hit wird, weiß ich, dass meine Tour trotzdem ausverkauft sein wird. Ich weiß, dass ich trotzdem Merchandise verkaufen werde, weil ich mir eine ehrliche Fan-Community aufgebaut habe. Und das ist natürlich ein Gegenteil zum ganz schnellen Erfolg. Und ich meine, da rede ich aus eigener Erfahrung. Wir waren auch quasi über Nacht, das stimmt natürlich nicht, aber nach außen hat es so gewirkt, über Nacht Teenie-Stars, hatten irgendwie unser erstes wirkliches Tourkonzert in Bremen. Und wir kommen aus der Nähe von Augsburg ursprünglich. Also für uns war das eh schon absolut utopisch, dass wir mit einem Nightliner von Dillingen an der Donau, ich weiß es noch, da ist der Nightliner in unsere Straße zu meinem Elternhaus gekommen. Und da waren alle Nachbarn und die haben gesagt, boah, Nightliner, krass. Es war völlig absurd. Sind da eingestiegen, sind über Nacht nach Bremen gefahren. Das erste Mal in unserem Leben. Und dann waren da 600 Mädels vor der Konzerthalle gesessen, obwohl wir noch nie da waren. Also völlig absurd. Das ist quasi dieser Übernachterfolg. Und klar, dann wurden wir auch so ein bisschen älter. Die Plattenfirma hat gesagt, euch wachsen die ersten Barthaare und ihr könntet den besten Song der Welt schreiben. Es würde jetzt niemand mehr interessieren. Das war wortwörtlich der O-Ton, mit dem wir dann quasi auch aus unserem gegenseitigen Vertragsverhältnis entlassen wurden. Könnt ihr den besten Song der Welt schreiben, es würde niemand mehr interessieren, weil eure Zielgruppe gerade Richtung andere Künstler abwandert. So. Und das war ja der Hype. Also Hype bedeutet, dass man eben teilweise was Kurzlebiges hat. Und ich sage mal so, wir haben uns aus dieser Situation raus über einen langen Weg eine Community aufgebaut, die jetzt darin gemündet hat, dass wir letztes Jahr, also am 21. Dezember 2019, unser bis dato größtes Killerpilze-Konzert, unser eigenes, gespielt haben, mit 1500 Leuten. Also eine eigene Tour-Show. Und die Tour generell war mit eine der erfolgreichsten. Wir haben nämlich schon vor vielen Leuten gespielt, aber jetzt nochmal das sich auf eigenem Label mit eigener Prämisse so zu erarbeiten, war ein ganz anderes Gefühl von Erfolg. Das muss man schon sagen. Was ich auch super spannend fand, und das, du gibst mir ein Segway nach dem anderen, war die Crowdfunding-Kampagne, die ihr 2014, glaube ich, hattet. Da habt ihr innerhalb von 55 Tagen über 75.000 Euro zusammenbekommen. Vielleicht magst du da ein bisschen kurz drauf eingehen und vielleicht auch so ein bisschen, wenn du das verraten magst, so ein bisschen die Strategie und wie ihr dieses Ziel erreicht habt. Weil das ja schon, gerade nachdem man dann entsprechend in Anführungszeichen von oben dann wieder runtergefallen ist, sich das dann nochmal so entsprechend in solchen Zahlen aufzubauen, ist schon beeindruckend. Also kann ich dir gerne so ein bisschen Insights geben. Es war einfach der Punkt erreicht Ende 2013, wo wir zwei Alben auf eigenem Label veröffentlicht haben, natürlich auch viel aus eigener Tasche investiert haben, unglaublich viel gearbeitet haben.
Und zu dem Zeitpunkt war Crowdfunding in Deutschland so gesehen noch gar kein Thema und ging wirklich auch wieder hier um die Frage, wie können wir die nächste Platte finanzieren? Also klar, man kann immer aus eigener Tasche investieren und das kennt jeder Musiker und ich sage auch immer, wer springen will, muss in die Hocke gehen. Das ist einfach so. Ich glaube, keiner von uns hat den Beruf Musiker gewählt mit der Vorstellung, dass das nicht auch mal bedeutet, dass man irgendwo rein investieren muss. Aber irgendwann ist es vielleicht halt erschöpft, so das Budget. Und deswegen haben wir uns überlegt, wie können wir es machen? Wie können wir auch die Community, die wir haben, wie können wir die dafür nutzen, ja, mit uns zusammen ein Projekt zu stemmen? Und da kannst du jetzt vielleicht schon raushören. Es ging nicht darum, wir sammeln Geld für unsere Platte, sondern es ging darum, wir machen gemeinsam etwas, was es in Deutschland im Musikbusiness in der Form noch nicht gegeben hat. Mhm. Wir als Killerpilze und ihr als KP Family, unsere Fans. Und das ist, glaube ich, im größten Teil die Strategie, wenn man so will. Natürlich haben wir das unglaublich liebevoll aufgearbeitet und waren da in sehr intensivem Austausch auch mit unserer Community. Letztendlich geht es aber darum, das sage ich auch immer in unserem Coaching, das sage ich mittlerweile auch ganz vielen PR-Künstlern, die wir betreuen, vergesst nicht, dass es nicht immer nur darum geht, vorne neue Leute zu begeistern und neue Fans zu gewinnen, sondern kümmert euch auch um eure bestehenden Fans. Das ist so ein wesentlicher Faktor, der ganz gerne mal aus den Augen verloren wird, weil es immer nur darum geht, die nächste Single muss von 10 auf 50.000 Streams und dann auf 100 und dann 1 Million. Und deswegen brauchen wir ganz viele neue Leute. Klar, das ist wichtig, dass man sich immer drauf konzentriert, auch Reichweite, wichtig oder richtige Reichweite aufzubauen. Nicht nur Reichweite, sondern auch effektiv Reichweite. Aber man sollte wirklich nie vergessen, dass die Menschen, die einen überhaupt mal an den Punkt gebracht haben, der ganz wesentliche Faktor sind. Und ich glaube, das Crowdfunding, also wir haben danach nochmal eins gemacht, wir haben insgesamt 120.000 Euro mit 1.000, wenn man so will, Superfans finanziert, über diese zwei Kampagnen gesehen. Und das ist halt etwas, wo ich sage, daran sollte jeder Musiker auch gewissermaßen arbeiten. Nicht aus dem finanziellen Aspekt, weil das ist einfach dann das Endergebnis. Aber wenn du dich um deine Community kümmerst, dann bietest du etwas, was dich ganz unverwechselbar für deine Fans auch macht. Und ich glaube, jeder große Künstler, ich kann da immer nur das Beispiel von Taylor Swift nennen, die hat am Anfang ihrer Karriere, hat ihr Manager damals zu ihr gesagt, wir werden erst quasi die nächste Platte rausbringen, wenn du mit 100.000 Leuten an deinem Merchandise-Kontakt, an deinem Merchandise-Stand im Kontakt warst. Mhm. Und genau das ist es. Die Killerpilze sind auch im 18. Tourjahr immer noch nach jedem Konzert am Merchandise-Stand. Und ich würde das vielen Bands empfehlen, ob man, also wir machen es auch, weil es uns einfach Spaß macht, weil es eine Herzensangelegenheit ist. Aber teilweise ist Social Media nichts anderes als der digitale Merchandise-Stand. Ja. Nicht im Sinne von Verkaufen, sondern seid für eure Community da. So. Wahre und weise Worte habe ich gestern erst angesprochen. Musiker nehmen viel zu oft und geben super selten zurück, leider. Ja, ich meine, dieses klassische, hey Leute, unser Video ist draußen, bitte schaut es euch an. Mhm. Das wäre so die allereinfachste und simpelste Form von ich will was haben. So. Ja. Aber ich verspreche dir, wenn du, wie du gerade sagst, auch viel gibst, und es kann auf verschiedenste Art und Weise sein. Das muss nicht immer nur sein im Sinne von neuer Musik, sondern das kann auch mal sein, der Blick hinter die Kulissen. Es kann sein, dass du mal jemand auf Instagram antwortest oder dass du ihm exklusiv, was weiß ich, eine Postkarte zuschickst. Wir haben für unser Crowdfunding 1.000 handgeschriebene Postkarten verschickt. Wir wussten wirklich nicht, worauf wir uns da einlassen. Ich hatte danach die klassische Peter Maffay Sehnscheidenentzündung. Aber hey, es war einfach, wir haben das quasi versprochen und natürlich kriegen die Leute das dann auch. Und geben wird immer so fehlinterpretiert. So, ich mach doch schon Musik, ich bring's doch schon raus. So, hey, was wollt ihr denn? Jetzt hört's doch endlich mal.
Ich glaube, da muss die Denke ein bisschen anders sein, aber ja, ich sehe da auch bei vielen Musikern, Musikerinnen auch ein Umdenken, dass es schon in diese Richtung geht. Oft fehlen dann einfach die effektiven Strategien, wie man es da eben auch konkret in die Umsetzung bringt. Und das ist etwas, wo wir uns auch immer wieder drauf konzentrieren. Aber wie du schon sagst, ey, geben, geben, geben und dann kannst du auch nehmen und die Leute werden dir dann auch gerne was geben. So ist es. Klar, ja, ja. Du hast jetzt schon mit super vielen Künstlern zusammengearbeitet. Was sind denn deiner Meinung nach aktuell so die, kann man sagen, die größten Defizite bei Musikern? Was fällt dir immer wieder auf, was dir immer wieder so ein bisschen schlecht aufstößt, was einfach viele, was sich quasi so mehr oder weniger durch die Musikkultur, durch die Künstler irgendwie durchzieht, was man vermeiden sollte, was man vermeiden kann, aber irgendwie die ganze Zeit gemacht wird? Also ich möchte mir natürlich immer nicht anmaßen, für die ganze Musikindustrie zu sprechen. Das wäre wirklich zu hoch gegriffen. Aber ich tausche mich schon mit einigen wichtigen Leuten im deutschsprachigen Musikbusiness aus. Und was mir persönlich extrem aufstößt, ist bei Künstlern vor allem diese unbedingte Zahlenfixiertheit vom Start weg. Also wir sind uns sicher einig, dass Zahlen immer ein schöner Gradmesser sind für das, wo eine Karriere sich gerade befindet. Und wahrscheinlich hat auch die Musikindustrie-Seite was dafür getan, dass Künstler so ticken, weil wenn du ein Booker bist, dann schaust du dir als erstes an, wie Spotify-Zahlen sind oder YouTube-Klicks. Und das merken natürlich auch Bands und Künstler. Und damit sie nicht völlig demotiviert werden, kaufen sie sich dann irgendwelche Klicks oder so ein Scheiß. Völliger Humbug. Also ich kann es gar nicht drastisch genug sagen, aber ich will jetzt auch keine krassen Worte in deinen Podcast reinwerfen. Ach, so. Alles cool. ich stellt euch einfach die Frage, was passiert in dem Moment, wo ihr euch 100.000 Klicks kauft? Sieht super geil aus, ja. Okay, aber was passiert, wenn du ein Konzert spielen willst? Da sitzen teilweise keine echten Menschen dahinter oder wenn es echte Menschen sind, dann kommen sie irgendwo aus der Welt verstreut. Und du als deutschsprachiger Künstler willst mir erzählen, dass dann auf deine Show in München oder Berlin 400 Leute kommen. Nein, wird nicht passieren. Auch nicht mit gekauften Spotify-Plays zum Beispiel. Das Gleiche gilt für die ganzen anderen sozialen Netzwerke. Und das ist, glaube ich, halt tief verwurzelt in dieser Zahlengetriebenheit, dass man denkt, man ist als Musiker nur was wert, wenn man, weiß ich nicht, 10.000 Streams hat oder 100 oder 1 Million oder was auch immer. Und das andere ist, dass ich bemerke, dass dadurch, dass es so viele Möglichkeiten gibt, reden wir nur mal über die sozialen Netzwerke, YouTube-Kanal, Podcast, Twitter-Account, TikTok-Account, Instagram-Account, Facebook-Account, dass Bands ganz oft natürlich idealerweise alles gleichzeitig machen wollen, aber da wenig Fokus dahinter ist und dann gibt es unglaublich viel Streuverlust. Und deswegen würde ich halt immer empfehlen, was fühlt sich für dich als Künstler oder für dich als Band auch richtig aus diesen ganzen Kanälen an. Denn meines Erachtens ist es nicht wichtig, am Anfang überall präsent zu sein. Je mehr deine Strukturen wachsen, desto mehr kann man das auch ausbauen. Ja, wenn man dann auch irgendwie intern eine Aufgabenverteilung hat, wenn man vielleicht dann Management hat, wenn man ein Team um sich herum aufbaut. Aber am Anfang geht es doch erstmal darum, nicht alles mit so einem Widerstand zu machen, nur aus dem Grund raus, weil man das ja heutzutage so machen muss, sondern eher mal zu gucken, welche Plattform zum Beispiel bereitet mir Spaß, wo geht mir der Content, wenn wir das Wort in den Mund nehmen wollen, leichter von der Hand und wie kann ich halt mich erstmal möglichst gut um das kümmern. So. Und von da aus gehe ich dann auf den nächsten Kanal weiter. Und vor allem hängt es ja auch mit der Zielgruppe zusammen. Du hast ja Facebook-User ist nicht gleich TikTok-User. Und je nachdem, was du als Künstler für eine Zielgruppe hast, macht es halt vielleicht mehr Sinn, auf der einen oder auf der anderen Plattform unterwegs zu sein. Absolut. Sehe ich genauso. Vielleicht noch ein dritter Punkt, den ich auch bei ganz vielen Musikern immer betrachte, ist natürlich das Thema Mindset. Das spielt wahrscheinlich in alle Bereiche mit am meisten hinein. Wir Musiker sind irgendwo ja auch angetreten, weil wir einen großen Traum leben. Wollen oder auch leben. So. Und Mindset spielt da in so vielen Dingen
ja, eine Rolle, einfach zum Beispiel in dem in dem Kontext, dass man sagt, okay, ich will das alles möglichst schnell, so. Und natürlich ist das auch wichtig, damit man irgendwie die PS auf die Straße bekommt. Also, dass man auch sagt, man hat einen inneren Antrieb, die Dinge auch zu machen, die Single zu recorden und dann auch rauszubringen und sich zu überlegen, wie es weitergeht und so. Das ist alles richtig. Aber ich merke immer, dass das total zielfixiert alles passiert. Also, wir haben ja gerade von den Zahlen gesprochen und viel weniger diese Reise in den Vordergrund rückt, die ja dieses Musikerleben ausmacht. Also, weißt du, mein Ziel ist es auch immer noch zu sagen, ich werde irgendwann Headliner bei Rock am Ring sein. Dann ist mein Musiktraum, sage ich mal, für mich nicht ausgeträumt, aber dann hätte ich so alles erreicht, was ich will. Aber auf diesem Weg habe ich in Frankreich vor 2000 Leuten gespielt. Auf diesem Weg habe ich in München auf 1200 Leuten, 1500 Leuten gecrowdsurft. Auf diesem Weg habe ich 200.000 Alben verkauft. Auf diesem Weg habe ich ein großes deutsches Musik-Crowdfunding gemacht und. Durch diese Band bin ich nach Äthiopien geflogen und wir hatten die großartige Gelegenheit, Schulgebäude aufzubauen. So. Das klingt jetzt alles unfassbar weit weg, aber ich hätte mir das als 13-Jähriger niemals vorstellen können, was es denn eigentlich bedeutet, diese Reise zu machen. Und deswegen versuche ich in diesem Musikbusiness, das ja immer schneller wird, auch manchmal wirklich so die Rückbesinnung auf, wofür trete ich denn an? Wofür stehe ich? Was ist wirklich auch meine persönliche Reise? Das möchte ich manchmal so ein bisschen nach vorne kehren und auch einfach nochmal hervorheben. Jeder Stream, jeder Follower, da sind echte Menschen dahinter. Ja. Und das, finde ich, ist schon ein Gamechanger, wenn man das mal so betrachtet. Voll. Musste man jetzt immer diese ominösen 1000 Streams bei Spotify. Ja. Wenn du vor 1000 Leuten deinen Song spielst, das muss man sich mal in den Kopf fassen und nicht denken, oh scheiße, ich habe gerade mal irgendwie die 1000 Streams bei Spotify geschafft. Ganz genau. Und da sind wir nochmal beim Thema Mindset. Wenn ich Musiker frage, was habt ihr bisher schon erreicht, dann sagen die immer, ja, nicht so viel und hier und da. Mhm. Ey, und dann lasse ich die mit uns zusammen in unseren individuellen Workshops mal das aufschreiben, so, wo sie dann sagen, ja, das wäre jetzt was, wo ich sage, und dann trage ich das denen mal vor, so wie das, und dann sollen sie das sich selber mal anhören. Und auf einmal ist es so, boah, hey, krass, eigentlich läuft es doch mega gut. Wir haben echt schon viel erreicht von dem, was wir uns irgendwann mal vorgenommen haben. Und das soll jetzt nicht spirituell oder so klingen, aber ich finde, das ist unbedingt wichtig, sich natürlich Ziele zu setzen und drauf auch hinzuarbeiten. Aber es gibt ja nicht immer nur das eine große Endziel, sondern es gibt auch viele, viele kleine Zwischenetappen. Und die sind nicht immer nur Zahlen, das will ich vielleicht sagen, ja. Perfekt. Du hast ja neben allem, was du irgendwie machst, ich frage mich, genau wie bei mir, geht es dir wahrscheinlich oft so, der Tag hat zu wenig Stunden, aber neben allem anderen hast du zusätzlich auch noch ein Festival aufgebaut, das Donauside Festival. Ihr hättet dieses Jahr, wenn ich richtig informiert bin, den 5. Geburtstag gehabt, der jetzt leider verschoben werden musste. Ja. Aber wie kam dazu die Idee, jetzt auch noch abseits der in Anführungszeichen Recorded Music und Marketing und PR jetzt auch noch ein Festival aufzubauen? Und vielleicht dann als zweite Frage daran, hast du irgendwelche Tipps für Musiker, wie man eine eigene Veranstaltung irgendwie sinnvoll aufziehen kann, egal ob Konzert oder Festival, wie man auch ein Konzert vor 100 Leuten irgendwie sinnvoll aufbaut und das gut vermarktet? Ja, schön erstmal, dass du dich so informiert hast. Ja, wir jetzt gerade in diesen Tagen, also wir recorden jetzt gerade hier im Juli, durchzieht mich schon so eine gewisse Wehmut, dass dieses Festival aufgrund der aktuellen Lage dieses Jahr nicht stattfinden kann. Mhm. Aber da bin ich ja jetzt bei Weitem nicht alleine, sondern das geht ja ungefähr allen Veranstaltern, Bookern und Musikern dieses Jahr so. Also es ist für die ganze Industrie natürlich eine krasse Herausforderung aktuell. Jetzt haben wir dieses Festival eben auf nächstes Jahr verschoben, hoffen, dass wir unseren 5. Geburtstag
dann auch mit großartigen Bands wie Provinz, Gold Roger, Montreal, eben in Dillingen, in unserer ursprünglichen Heimatstadt, nachfeiern dürfen. Wie kam es, dass ich das Donauside-Festival initiiert habe? Also einen großen Anteil hat daran sicher auch mein Bruder Fabi, der da im ersten Jahr etwas weniger, aber die letzten Jahre dann immer mehr auch quasi seinen Teil auch mit reingegeben hat. Wie immer, der Grund war einfach der, dass wir zu unserem Album 2016 nicht so viele Festival-Bookings bekommen haben, wie erhofft. Und dann dachte ich mir so, ey, das kann nicht sein. So, ey, dann lass uns selber ein geiles Festival machen. Wir haben in Dillingen, an der Donau, sind wir erstens sehr verwurzelt. Ich hatte schon immer irgendwie den Traum dieser, ja, eher Musiködnis. Also da gibt es wirklich nicht viel. Da gibt es kaum Live-Clubs, kaum Events, irgendwas. Wollte ich schon immer auch irgendwas zurückgeben. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns ehrenamtlich ein Festival hochziehen. Natürlich auch so Trial and Error mäßig. Also wir hatten am Anfang auch nicht so wirklich Plan, wie das alles funktioniert. Haben uns da dann mit der Stadt getroffen, so ein paar Dinge abgeklärt. Ja, welche Bands buchen wir? Im ersten Jahr war das wirklich auch super lokal. Also wir haben eigentlich bis auf uns, die ja auch von da kommen, nur lokale Acts auch gebucht. Haben dann da irgendwie so ein Getränkezelt aufgestellt und so weiter. Und haben halt das Donauside-Festival aus der Taufe gehoben. Und aber das auch von vornherein so positioniert, eben so, hey Leute, endlich gibt es in Schwaben ein Festival für junge Leute. So. Also das war mal so der erste Punkt, weil da gibt es Volksfeste, da gibt es irgendwie die klassischen Dorfpartys, aber es gab halt schon lange kein Musikfestival mehr. Und wir haben halt gesagt, unser Ansatz ist jetzt nicht irgendwie so eine Art Stadtfest draus zu machen, sondern wirklich so ein Musikfestival, wo es darum geht, einen ganzen Tag mit seinen besten Freunden eine geile Zeit zu haben, gute Live-Musik zu hören, irgendwie eine Fun-Area nebenbei zu haben. Also wirklich ein Festival. So. Mhm. Und das hat sich natürlich dann über die Jahre mit steigenden Zuschauerzahlen und mit mehr Aufmerksamkeit dann auch aus der ganzen Musikbranche ist immer weiter gewachsen. Jetzt hätten wir dieses Jahr unser 5-Jähriges gehabt, das wird jetzt verschoben. Freuen wir uns jetzt natürlich umso mehr, wenn es dann nächstes Jahr stattfindet. Und ich glaube, so wie ich es jetzt erzählt habe, kann sich jeder Musiker auch schon gewissermaßen ein paar Dinge rausziehen für Showbookings. Ich finde auch, es wird immer oft die Frage gestellt und ich habe den Podcast leider nicht gehört, aber ich habe gesehen, dass mein sehr, sehr lieber und guter Kollege Nils Lange von Inside Booking auch bei euch war. Richtig, letztes Mal. Genau. Also mit dem spreche ich, mit vielen anderen Bookern aber auch, unter anderem mit unserem eigenen Killerpilze-Booker. Und es ist nun mal so, du solltest als Band schon oder als Künstler auch mal selber irgendwie 50 Konzerte mindestens gebucht haben. Das klingt irgendwie total utopisch, aber was ist der Hintergrund? Ein Booker möchte halt auch sehen, dass du grundsätzlich mal weißt, was ein Booker eigentlich macht. So. Mhm. Weil viele denken immer so, mit dem Booking-Vertrag zum Beispiel kommt die Lösung für alle Probleme. Aber mit den Killerpilzen war es am Anfang auch so. Wir haben unsere ersten Shows halt alle selber gebucht. Wir haben angerufen, haben gesagt, okay, wir ziehen euch 100 Leute in euren Laden. Wir werden alles dafür tun, dass das Ding voll wird. Du hast da auch was davon. Und dieses Vorteile kommunizieren, sich auch wirklich Gedanken zu machen, wie kann es denn für beide Seiten ein schöner Abend werden? Mhm. Da sind wir wieder beim Thema Geben. Es geht ja nicht nur darum, dass du eine Show spielst, wo dann vielleicht deine 5 besten Freunde kommen, sondern erstens mal willst du auch, dass 100 Leute kommen oder 200 oder 500. Und der Veranstalter, der Clubbetreiber, der möchte das eben auch, weil er verdient damit Geld. Klar. Muss man mal so ganz klar benennen. Und dann kann man da aber unglaublich viel machen. Also ich glaube, viele lassen sich halt immer von jeder kleinen Hürde dann auch so aus der Bahn werfen. Und ich würde sagen, wenn du eine Show zu deinem Release-Konzert machen willst und du hast keine Booking-Firma, dann hindert dich niemand dran. Du wirst eine Lösung finden. Ruf von mir aus 10 Clubs an, pitch 10-mal dein Konzept, warum dieser Abend erfolgreich wird, und mach dir zum Ziel, diese Show auf Biegen und Brechen auszuverkaufen, Videomaterial rauszuziehen, sodass du dann auch eine Visitenkarte hast, mit der du zum Beispiel an Bookingfirmen, an andere Festivalveranstalter und so weiter rantreten kannst. Denn
das sei noch gesagt, als Veranstalter vom Donauset-Festival habe ich ja mittlerweile auch einen Einblick, wie so die Booking-Bewerbungen aussehen. Und ja, also ich finde es immer noch erstaunlich, wie das läuft so. Und was ich gerade noch rausgehört habe, auch zum Thema ein eigenes Konzert aufbauen und jetzt auch bei dir mit dem Festival, nur Live-Musik in Anführungszeichen reicht wahrscheinlich nicht aus, sondern irgendwie, man muss einfach ein Erlebnis bieten, oder? Also, weißt du, ich komme aus der Punkmusik und für mich reicht eine Live-Show an sich schon aus. Also, weil da ist so viel Energie und Unerwartbares und so weiter dabei, dass ich immer sagen würde, versuch als Band oder als Künstler auch immer dahin zu kommen, dass deine Show automatisch sowas wie ein Erlebnis wird, also durch die Show, durch die Songs, durch die Aufbereitung an sich, sodass das, was du dann vielleicht als Art Bewerbung, Marketing oder sonstiges machst, da noch weiter drauf aufbaut. Aber genau das meine ich. Genau, dann sprechen wir vom Gleichen. Natürlich eine Live-Show und das hoffe ich auch nach diesem ganzen Corona-Wahnsinn, dass der Hunger auf Live-Shows so unglaublich groß sein wird. Das hoffe ich einfach, weil ich finde schon, man merkt in diesen Tagen so, ey, ein geiles Live-Konzert, wo du verschwitzt irgendwie mit Leuten zusammen tanzt und irgendwie in dieser Stunde dieses Gefühl zusammen aufbaust, das kriegst du halt auch nicht über Livestreams hin. So. Mhm. Ich finde, das ist schon so ein bisschen was Heiliges. Also für mich, und deswegen kann ich auch jeden Musiker so verstehen, es kommen ja tagtäglich auch so viele Bewerbungen zu uns, die sagen, hey, ich will Konzerte spielen, wo ich dann erstens immer sagen muss, wir sind jetzt nicht direkt eine Booking-Firma. Zweitens, ich kann es verstehen, aber drittens, schaff die Voraussetzungen, dass du einfach auf die Straße kommst, weil das will halt jeder Musiker. Und ja, so ein Erlebnis zu schaffen ist natürlich irgendwie was Wichtiges. Also deswegen hinterfrage, oder ich könnte dir das jetzt gar nicht anders beantworten, außer dass es bei uns eh immer so war, weil wir halt gesagt haben, wir wollen jeden Abend die beste Show der Welt spielen, sodass jeder, der da war, und das waren teilweise auch halt diese obligatorischen drei Leute, nämlich einmal der Mischer vom Club und dann noch zwei so zufällige, weiß ich nicht, Passanten, dass diese drei Leute am Anfang nach Hause gehen und sagen, boah, ich habe da irgendwie eine Band in dieser kleinen Borzen gesehen, sowas habe ich noch nicht gesehen. Und ja, heutzutage, wie gesagt, dann sind wir wieder beim Thema Social Media oder so, glaube ich, ist es deutlich einfacher, mal so eine Show mit 100, 200 Leuten voll zu machen und dann ist klar, mach das Beste, mach den besten Abend für alle draus. Ja, ich meinte jetzt, um das abzuschließen mit Erlebnis auch nicht, du musst jetzt irgendwie noch eine Hüpfburg aufstellen oder so, sondern quasi alles drumrum, dass deine komplette Show, dass jetzt nicht einfach nur irgendwie deine Musik runternudelst, sondern dass du einfach ein Erlebnis insgesamt bietest, dass einfach ein geiler Abend ist, wo sich die Leute einfach dran erinnern. Und finde ich auch sehr wichtig, was du gerade gesagt hast, auch wenn nur drei Leute da sind, trotzdem alles geben, weil genau diese drei Leute, die werden es dann entsprechend weiterverbreiten oder wenn du dir denkst, scheiße, es sind nur drei Leute da, jetzt habe ich eh keinen Bock, genau diese Leute werden auch das weiterverbreiten und dann wird dein nächstes Konzert nämlich auch nicht besser. Ja, also absolut, du sprichst es an und jetzt sitzen wahrscheinlich ganz viele vor dem Podcast und denken sich, ja, genau, vor drei Leuten und so und hier die beste Show, ist ja logisch und so. Hey, ich sag das wirklich aus tiefstem Herzen. Es ist so gewesen und wir haben das so gemacht. Und wahrscheinlich ist das große Glück von vielen Bands heutzutage, dass sie nie vor drei Leuten spielen müssen. Weil das beobachte ich schon auch. Die Ansprüche sind extrem gestiegen. So. Mhm. Also, ich habe hier eine Partyreihe in München in einem Club und kriege das manchmal so am Rande mit, wenn es da, also als in der Zeit, wo man noch Konzerte gerade spielen durfte. Da sind manchmal Bands angekommen, die gesagt haben, hey, wir wollen bei euch spielen. Und dann hat der Clubbetreiber gesagt, ja, cool, wie sollen wir es machen? Und dann sagen die allen Ernstes so, ja, also wir brauchen halt mindestens 600 Euro, damit wir kommen können. Und du denkst dir so, what? Ihr seid eine Band, die vielleicht irgendwie so 5 bis 10 Konzerte bisher gespielt hat. Und bloß weil ihr nebenbei vielleicht alle einen normalen Job habt, wo ihr euer Geld verdient, müsst ihr aber auf der Bandseite einfach euch erstmal die Sporen verdienen und könnt nicht einfach ankommen und sagen so, hey, wir brauchen jetzt direkt mal 600 Euro, obwohl ihr noch nichts vorzuweisen habt. Mhm. Und
deswegen meine ich, da sind die Ansprüche gestiegen und ich möchte es nochmal betonen, dieses sich mal drauf fokussieren, dass jeder Kontakt in deiner Bandlaufbahn ein extrem entscheidender sein kann. Ich glaube, das versteht man als Musiker erst, wenn man solche Begegnungen mal hatte. Weil, weißt du, wenn mir auf Instagram irgendjemand eine Nachricht schickt, so, hey, ich habe eine neue Single draußen, teil die bitte mal über deinen Account. Und das passiert. Ich rede hier keinen Scheiß. Dann, ich weiß. dann schreibe ich zurück, warum sollte ich das tun? Und dann, wenn dann irgendwie so eine Antwort kommt, so, ja, weil du hast ja schon voll viel Follower und so, dann denke ich mir, hey, du hast noch gar nicht verstanden, worum es geht. Mhm. Du hast noch gar nicht verstanden, wie du auch zum Beispiel mit Menschen connectest, dass du von ihnen vielleicht was bekommst. Und ja, könnten wir wahrscheinlich stundenlang drüber reden, aber passiert. Ich will dir gar nicht so viel von deiner Zeit noch rauben. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, dass man hier wirklich super viel rausziehen konnte. Wir haben in viele verschiedene Bereiche reingeschnuppert. Und wer mit dir Kontakt aufnehmen will, findet natürlich sämtliche Infos in der Videobeschreibung, in der Podcast-Beschreibung, wo auch immer man das gerade anhört. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja, vielen, vielen Dank dir. Und ich freue mich, wenn wir uns dann nach Corona auch mal nicht virtuell unterhalten und kennenlernen. Sehr gerne. Grüße an die ganze Community da draußen. Das war die 12. Episode von How to Make It, dem Podcast für Musiker, die wirklich etwas erreichen wollen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würde ich mich wie immer sehr über dein Feedback freuen und teile sie gerne mit anderen Musikern, die davon profitieren könnten. Abonnier auch gerne den Adamant Music YouTube-Kanal und schau auf den Social-Media-Kanälen vorbei, um nichts mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.